Gott sei Dank. Oh. You have done us a great service. Helping in staving off these vile invaders despite your imprisonment is bold, to say the least. This is just the same one that we had arrested earlier. You expect us to believe that these people are loyal to us when they won't even pay the taxes that they owe? Be gone. Meister, Meister, Adrian, how? Meister, no, Meister. It is true that you have committed a crime against us. Yet it seems you are willing to prove your loyalty to Sellenheim. Because of this, I will offer you a proposition. If you continue to serve our cause and assist us in this action, you will receive full pardons and be embraced as honored warriors henceforth. There is a merchant named Marcus in the town of Saladia. He is very important to the Enclave, as he is the last merchant willing to traverse the rift and bring us supplies that are badly needed if we are to have any hope of withstanding the more frequent raids of the Dregatar. I have received word that the Dregatar have assaulted his convoys and attempted to assassinate him. He must be protected. We won't survive long without him. Alright. Hallo Rabe, da bist du ja wieder. Okay, dann sind wir jetzt in Saladia Village. Im Dorf namens Saladia. Da machen wir uns mal auf. Markus zu eskortieren, genau. Und jetzt komme ich nämlich in diesen tollen Auswahlmodus. Da habe ich natürlich jetzt zwei. Die sind schneller und geschickter mit dem Bogen. Und ich bin ja, ich muss gestehen, ich bin ja dann doch eher jemand, der so spielt. So, Empty Slot, Shortbow. Und ich pack mal, wie viel habe ich? 250. Jede Menge ein. 240 sollten reichen. Was haben wir hier? Long Dagger. Brauche ich überhaupt nicht. Eine Health Potion. Weil man muss nämlich dazu sagen, jetzt habe ich nämlich das Problem, dass ich nämlich bei dem hier natürlich schon eine Ausrüstung habe. Die ich bei dem anderen Charakter natürlich jetzt erst kaufen muss. Die gibt es natürlich noch mehr Schwerter. Sehr viel mehr Schwerter. Also Hammer und so ein Kram. Und ich kann auch hier Rüstung kaufen später. Aber ich will natürlich mit der Huntress spielen und deswegen nehme ich jetzt erstmal den Kurzbogen. Genau. 240 Stück. Ach Gott. Wieso habe ich jetzt sogar 40? Habe ich da gerade gekauft? Komisch. Okay, das Ding ist... Wir machen es einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Drauf geschissen. Wir versuchen es einfach. Ansonsten müssen wir halt mit einem anderen Charakter oder... was auch immer... nochmal neu starten. So, wir haben die Aufgabe von der Queen Eilindel höchstpersönlich bekommen, diesen Markus zu eskortieren. Ich erinnere mich da grob dran. Ich glaube, es wird schrecklich. Das Blöde ist, dass ich jetzt jedes Mal... Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich muss jetzt immer, egal was ich tue, ich muss immer das Level komplett zu Ende machen, da man hier nicht speichern kann. Danke an euch Programmierer von damals. Ihr macht mir das Leben deutlich leichter. Hallo Bo. Gut. Fängt schon gut an. Hier unten kann man schon runter. Da ist noch mehr Gold. Und hier ist... wow, was ist das? Bitte? Hier soll ich wohl nicht durchkommen, wie es aussieht. Da hat wohl jemand was gegen. Das ist hier draußen. Lass mich raten und sich... oh, da sollte ich nicht. Dann verlasse ich automatisch das Level. So, Markus. Ah, hello there. So you are the help I sent for. Excellent. I'm Marcus, the merchant. Listen, the raiders have plundered my caravan.
So I need your help to find my account book. We also need to get through the town gate. You'll have to find a key. Und warum spricht der nicht mehr? Help me! Can you make sure it's safe first? I'll wait here for you. Ich hätte vielleicht doch einen Dolch kaufen sollen, ich horst. Oh. Oh, da ist er. Hilfe. Ah, direkt vor mir. Und tot ist er vor allen Dingen. Ja, gehen wir mal hier rein. Mal gucken, was wir finden. Achso, das war mein Geräusch. Von mir selbst. I make sure it's safe. It ain't safe, wie es aussieht. Looks like it's not safe. Achso, das geht auch. Markus. Das Gold. Yay! Money! Und da sitzt jemand. Nicht mehr lange. Wow, was war das? Ah, nicht treff nicht. Scheiße! Ah, verdammte Hacke. Habe ich wirklich mal mit dem Ding gespielt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. War ich früher so bescheuert und habe sowas gemacht? Ich hätte den blöden, die blöde Drecksarmbrust nehmen sollen. Ja, laber keinen Scheiß. Ich schlepp schneller als du, also laber nicht. Das ist natürlich mit dem Bogen in dem Haus hier denkbar ungeeignet. Headshot! Wenn das mal kein Crit war. Toll. Oh, excellent. The economy of Selenheim depends on this book. I'd never have lost it unless it was for my sloppy and useless brother Loras. Now, help me to the other side of the village. Kann das, das wenn das aus der Sicht ist, der komplette das komplette Audio-File immer wegfällt. Wow. Ach, they might ambush. They already did. Sag mal. Wie viel Rüstung hat er denn, der Penner? Das gibt's doch nicht. Ja, ich kann dir nicht helfen, Mann. Hat keine Zeit für so einen Scheiß. Der ist gleich tot, ey. Der ist tot. Scheiße. Okay. Ich hab vergeigt. Scheiße. Es tut mir leid. Ja, ich weiß. Ich bin ein alter, verkackter Drecksnoob. This is so fucking awful. Okay. Wir bleiben bei dem. Kaufen uns mal so 120 davon. Holen uns geht alles nicht, aber wir holen uns was Besseres als das. Ich habe noch 115. Erstmal eine bessere Waffe, Schwert und Karma. Oh yeah, Karma. Also man gibt das nicht aus, sondern man kriegt das dann auch wieder. Ich kann mir quasi jetzt aussuchen, was ich will. Will ich ein Schwert, eine Axt oder ein Hammer? Und ich habe noch bisschen mehr Geld hierfür. Gott, ist das riesig. Hier kann ich nicht mehr machen, also let's start again. Ja, diesmal machen wir es ein bisschen besser. Diesmal habe ich auch mehr Möglichkeiten durch Nah- und Fernkampf. Und er hat direkt die richtige Waffe im Anschlag. Na komm, los. Da ist ein Schmetterling. Ein Schmetterling. So, wir wissen ja jetzt schon, dass es hier noch was gibt.
Schade, ich dachte, ich käme dran vorbei, aber es geht nicht. Ich dachte. Hallo Markus. Aber nicht. You are the help I sent for. Excellent. I'm Marcus, the merchant. Listen, the raiders have plundered my caravan. So I need your help to find my account book. Yeah. Need to get through the town gate. You'll have to find a key. Hurry, we don't have much time. Dann legen wir doch mal los. Can you make sure it's safe first? I'll wait here for you. Aha. Neue Pfeile. Schön. Komm ich da dran? Ja, komm ich. Und dich schnapp ich mir auch. Aber man merkt direkt, dass der natürlich deutlich weniger Schaden macht mit der Armbrust als die Huntress mit ihrem Bogen. Klar, muss ja auch. Wäre sonst auch völlig unlogisch. Aber das ist keine schlechte Sache. Ich räume hier nochmal ein bisschen auf. Scheiße, noch Pfeil verschwendet. Mann. Und jetzt geht's ab da rein. Da brauchen wir dann Nahkampf. Sterbt alle! Es ist ganz schön gut gerade. Ist hier draußen eigentlich ein Balkon? Oder ist das das Klo? Markus, da bist du ja, Dicker. Na komm. Ah, excellent. The economy of Selenheim depends on this book. I'd never have lost it unless it was for my sloppy useless brother Loras. Now, help me to the other side of the village. Voll schlecht eigentlich. Egal, kriegen wir hin. Was macht er? Look out. They might ambush us. Oh, they might. They already did. Soll ich mich jetzt anschleichen? Kann ich mich schleichen? Nee, kann ich nicht. Die Funktion des Schleichens ist in diesem Spiel. Ich wandere gerade gar nicht. Tolles Clipping. Sollte mal was trinken und vielleicht besser spielen. Dann würde ich auch nicht so oft Heiltränke brauchen. Ja, kommt der Typ jetzt mit oder nicht? Ich halt allein, ist mir auch egal. Oh. Ach nein. Sieh mal leider an. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Mit den Treppen. Ich hoffe mal, hier oben gibt es jetzt aber nichts. Scheiße, da oben wäre ein Heiltrank. Ach, da komme ich trotzdem hoch. Ja, töp ist das. Töp, 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 töp. Also Treppen kaputt machen. Merken. Hier war ich vorhin, genau. Da oben leuchtet irgendwas drin. Da müssen wir mal abchecken. Check it out, Mann. Yo. What the fuck? Was zum Henker war das denn für ein Viech? Was ging denn gerade ab? Was war denn das für ein kleines, merkwürdiges, ich weiß nicht, was das war, irgendwie so ein Pelzviech. Das sah ganz schön creepy aus. Wo ist es hin, vor allen Dingen? Tja, theoretisch ist es hier rein und es gibt keinen Ausgang, also das ist wieder völlige Logik an diesem Spiel. Naja gut, es ist halt nur Stimmung.
schon ein bisschen älter. Seht, habt ein wenig Nachsicht. Man hatte halt nicht so die Möglichkeiten wie heute. Wer hier Far Cry 3 erwartet oder so, der kann direkt wieder ausmachen. Mann, ey! Und ein brennender Tisch. Ja, habt ihr das auch nicht so? Was ist das? Ach, ein Checkpoint. Ach, Checkpoints, genau, die gab's ja auch. Ja, Gott sei Dank gibt's Checkpoints. Gott sei Dank. Oh, hier ist zu. Hier ist closed. Ich will da runter. What the hell? Habe ich gewusst, dass hier was ist? Ach, hier ist noch mehr. Mein Gott, ich habe aber auch... Ich finde aber auch die Geheimnisse am... wie am Stück. Wie am Stück, wie am Schnürchen. Weiß es eigentlich. Achso, das ist da unten drin. Mein Herr, Ihre Tür müsste mal geölt werden. Hier ist irgendwie nichts drin. Ein Haus voller nichts. Ah, hier geht's aufs Dach. Das ist ja cool. Warum ist das Dach voller Gegner? Das ergibt keinen Sinn. Zacka! Komm schon. Triffst mich nicht. Ja, hab ich recht gehabt, ne? Da liegt was. Oh, was ist das? Da liegt was. Was ist das? Und jetzt? Was war das jetzt? Ich habe jetzt irgendwas eingesammelt. Irgendwas Leuchtendes, Glänzendes. Ich weiß aber nicht, was das ist. Weil das Spiel mir ja keine Infos darüber gibt, was ich gerade eingesammelt habe. Normalerweise heutzutage wäre jetzt ein riesiges Fenster erschienen. Das Spiel wird angehalten und da würde gesagt, ihr habt das und das gefunden, damit könnt ihr das und das und das und das machen. Und das war ganz toll. Und da gibt es in dem Level noch so und so und so und so viele und die braucht man dafür. Und ihr habt ein Achievement unlocked und tausend andere Sachen. Aber, naja, Zeiten ändern sich. Ne? Aber nicht. Ey, hallo, der war voll getroffen. Scheuert. Und ich bin mal wieder kurz vorm Verrecken. Also ohne Heiltränke wäre ja echt, nicht so einfach.